so ganz passend. Ja, jetzt packe ich noch mein Handgepäck zusammen. Und dann geht's auch los. Ich will nichts sagen. Doch. Der Scheißflug ist annulliert worden. Jetzt müssen wir einen anderen nehmen. Wir haben sie schon eingebucht, heute Morgen dann, wann? Um? Weiß ich nicht, so ganz früh. Um 6 Uhr habe ich da angerufen, bei Lufthansa. Und jetzt fliegen wir nicht mehr über Stuttgart-Frankfurt, sondern Stuttgart-Zürich. Ja. Mal gucken, wann wir heute angekommen. Ja, und wir kriegen 300 Euro. Das schauen wir erstmal. Mindestens. So, die packen wir jetzt zusammen. Ich hoffe nicht, wir müssen echt noch was auspacken. 150 Euro. 150. Nimmst du mal. Hier? Ja. Wie? Boah, das ist schwer. Wie so ein Backpacker vor. Du musst den Schlüssel raus. Zurückhoffen. Ja, bald weißen. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir keine Plätze mehr zusammen. Ja, das ist eine Befürchtung an mich auch. Ich bin etwas. Toll. Was hast du denn cool? Da oben ist eine Schweizer Flagge, da kann ja nichts mehr schief gehen. Jetzt fahren wir mit Swiss Air noch fliegen und dann. Oder? Ich habe keine Ahnung. Machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was wir machen. Also gerade hat Zürich gesagt, dass der Flughafen in Zürich gestartet ist. Wegen Gewitter. Dass sie nicht wissen, wann wir losfliegen können. Unser nächster Flug geht, glaube ich, 13:40 Uhr von Zürich weg nach Miami. Jetzt haben wir schon die zweite Verspätung. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Zu Ausgang 100.
weißt du, die haben Flüge und die schaffen sich rechtzeitig hin. Flug hat er nichts gesagt, voll gut. Scheint ja dann alles zu klappen.
Aber wollen ja nicht, wir wollen ja da eh. Hier ist nicht viel los. Ach, guck mal, Schokolade. Schokobrunnen. Da, eh. Ah, jetzt geht's wieder runter. Oh, Schweizer Uhrwerk. Ich muss den Sicherheitscheck machen. Darf ich auch hinfliegen? Aber ich habe kein Okay auf meinem. Ja, ich darf auf jeden Fall rein. Von daher. Da müssen wir jetzt rein. Im Moment warten wir noch auf etwas kurzes Anschlussgepäck. Das sollte so bald wie möglich am Flugzeug erscheinen. Und dann haben wir noch eine kleine Restriktion für den Nachtflug hier in Zürich wegen der Mittagspitze. So denke ich, in den nächsten 15 bis 20 Minuten werden wir das Flugzeug zurückstoßen können und unseren Flug Richtung Miami beginnen. Generell erwarten wir gute Bedingungen auf der Strecke. Sophie, Sie fühlen sich schon wohl an Bord bei uns. Mega. Dann sprechen wir uns wieder oder sehen wir uns in Miami.